Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 12. Ja, mein Saisonziel ist es halt weiterhin ein Spiel zu gewinnen. Und also das letzte Spiel war dumm. Dümmer am dümmsten. Gebe ich offen zu. Spiel davor, das ihr leider nicht sehen konntet, Nürnberg, war 1A. Und jetzt, ja, das verspricht viel. Ich bin gespannt. Seid auch ihr gespannt? Also die Computer machen extra schon Fehler für uns, damit wir mal eine Chance haben, irgendwie nach vorne zu kommen. Das ist schon nett vom Computer, dass er uns halt, ja, so eine Gelegenheit lässt, aber holt sich den auch wieder. Ja, geht auch dazwischen. Zack. So, und wir sind einfach gleich mitten im Geschehen drinne. Hier wird nicht groß rumgeschnackt und Adriano vom FC. Nein! Oh. Ich liebe das Spiel gerade so. Es macht mir Spaß. Auch wenn das wächst. Warum hat er sich jetzt nicht bewegt? Ich hasse meine Steuerung. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Hab doch ein Erbarmen mit mir. Ich pack gleich neue Batterien rein. Dann werdet ihr sehen, was er davon hat. Schmolle jetzt erstmal. So. Ja, das war zu schnell von mir. Da wollte ich ein bisschen zacki-zacki spielen. Aber kein Wunder, ich will so schnell wie möglich hier. Ach, was mache ich hier für blöde Fehler? Ja, er denkt jetzt hier, er sei Cristiano. So. Und ich bin Horst-Dieter Höttges. So. Was ist denn mit den Spielern los? Ich meine, okay, ich habe Hannover 96 gewonnen. Und ich spiele originalgetreu Hannover 96. Das darf man jetzt nicht so sehr ernst nehmen. So. Der Pandel. Den habe ich jetzt mal reingeholt. Der saß die ganze Zeit auf der Bank. So. Irgendwie müssen wir uns ja hier fortbewegen. Aber es steht entweder immer einer dazwischen oder der Torwart ist immer da. Ja, okay, ich sollte dieses Grätschen einfach mal sein lassen. Ja, das war scheiße. Wie gesagt, hier ist auch ein bisschen Antizipation eines Real-Life-Spielers gefordert. Ein bisschen voraus. Ja, schön. Mit seiner Glatze dazwischen. So, jetzt stellen wir uns hier auch mal. Jawohl. Ja, da war bloß niemand. Ich schäme mich langsam. Ich schäme mich einfach. Ich raste auch jetzt nicht mehr aus, weil das ist nichts Neues. Ich meine, ich weiß nicht. Ich habe in den Freundschaftsspielen gewonnen. In den Freundschaftsspielen gewinne ich. Okay, da hatte ich auch andere Mannschaften. Da hatte ich nicht sowas wie Hannover 96, sondern sowas wie Dortmund oder Bayern, als solche Mannschaften, womit man gewinnen muss.
Und ja, sollte ich dieses Spiel jetzt hoch verlieren, dann stelle ich ein bisschen den Schwierigkeiten ein bisschen runter. Dann muss ich mich den Gegebenheiten, muss ich mich meinen Stolz mich ergeben. Wir haben jetzt noch eine Chance in der zweiten Halbzeit aufzuholen, wobei wenn jetzt das dritte Tor hier fällt. Ich weiß nicht, wer sich jetzt noch bis jetzt das noch hier anguckt. Also ich denke mal, die viele haben jetzt schon abgeschaltet oder warten darauf, dass ich jetzt so richtig hier ausraste. Nee, Adriano mich nicht ungern. Ich versuch's mal einfach mit einem neuen Sturm. Man sieht, ich bin verzweifelt. Ich nehme jetzt den Hauger noch dazu. Ah, okay, gut. Aber mehr Motivation hier. Sehr schön. Sollte mir jetzt noch ein Sieg gelingen, was ich eher bezweifle, wäre das ein Wunder. Dann feiere ich mich. Dann feiere ich mich hart und dann gehe ich auch. Dann raste ich total aus. Haben wir. Sehr schön. So. Wir müssen nur ein bisschen mal mehr konzentrierter spielen. Das. Ja, das nützt nichts. Sehr schön. Lauf weiter. Sehr schön. Ja, so bekommt man das nicht hin. So möchte ich das auch nicht hinbekommen. Ja, so geht das nicht. Zu den anderen solltest du spielen. So. Das müsste wehgetan haben. Sehr schön dazwischen gegangen. Jeder, der hier jetzt zum Sieg beitragen kann, der hat eine Startformation sicher. Das war eigentlich ein ganz klares Foul, ne? Also. Alter. Ja komm, das ist deiner. Er läuft erst. Fick dich, Alter. Entschuldigung. Das sagt man nicht, aber. Geht hier erstmal 10.000 Jahre? Irgendwo an irgendeinen Außenrand? Sowas regt mich richtig auf. So. Sehr schön. Ja, der ist noch nicht wendig und. Zack, sehr schön. Und jetzt kommt. Ja, wird scheiße gelaufen, Junge. Ja, wie lange brauchst du überhaupt zu reagieren? Um zu reagieren. Wenn schon ein Richt. Alter, was war das denn? Ist klar. So normale Schüsse unspektakulär. So eine geile Flanke, bam. Alter, ich lieg hier voll gut in der Zeit. Kann sein, dass wir heute noch ein zweites Spiel machen können. Das war doch nie im Leben etwas.
Sehr schön, und komm. Wohin passt du, Junge? Da oben stand jemand. Augen auf. Ihr solltet mal alle zu Brille Fehmarn gehen und euch mal Kontaktlinsen holen. Oder so ähnlich. Ohne jetzt Werbung zu machen. Ja, wechselt nicht so einen Scheiß rein. Okay. Nee, wenn wir dann hier nochmal einen Part machen können, dann werde ich das nochmal auf Profi versuchen. Na, selbstverständlich. Könnt ruhig hier abpfeifen. Das. Ja, gegen Mainz so hoch zu verlieren, ne, das ist. Das ist peinlich. Ja. Kein Wunder, dass sie jetzt so lange mit mir überhaupt hier durchhalten. Dass sie mich nicht sofort wegen so einer Misere eigentlich rausgeschmissen haben. Ja, das ist jetzt wieder. Shit, egal. So, damit mal ordentlich Stimmung jetzt hier rankommt. Risse, du hast einen Riss in deiner Pupille, Alter. Sag ich doch. Ja, pfeif ab. Pfeif ab. Komm, schnell, schnell, schnell. Das ist mir jetzt scheißegal. Wir machen jetzt noch ein Spiel. Ja, ob der auskuriert ist oder nicht, die komplette. Ach komm, diesen Transferzeitraum, den könnt ihr. Der könnt ihr mich mal am. Nein, nein, nein und nein. So. Ich antworte einfach nicht mehr drauf. Nein. Gleich explodiert mir hier das hier. Ja, so, zack. Ich will ja das nächste Spiel machen. Komm, zack, 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 jawohl. Wie sieht's in der Mannschaft aus? So, gegen Stuttgart jetzt ein Sieg her oder ich. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch. Das Spiel ist jetzt entscheidend. Sollte ich das auch verlieren, werde ich die Schwierigkeitsstärke um. Ja, man kann eigentlich sagen, um die Hälfte eigentlich reduzieren, weil Profi, Halbprofi, dann nimmt sich nur die Hälfte etwas. Entschuldigung. Das wäre wirklich ein Wunder, weil Stuttgart ist aus normaler Sicht ja ein bisschen stärker als Mainz. Jawohl. Ja, okay, da habe ich zu viel, war ich zu sehr in Spielkalb. Aber was sollte ich machen? Die Flanken kommen ja nie an. Und. Ich muss mich halt reinspielen. Mogeln. Komm. Da warte ich Offensivarbeit. Ja, okay, so eine scheiß Offensivarbeit nun auch nicht. Kakao. Sprintet hier wie ein Weltmeister. Komm. Zack. 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 Alter, was mache ich denn da? Fick die Henne, Alter. Und jetzt hakelt's es. Wie ich es liebe, wie ich es liebe. Ich raste hier noch aus. Ja, mach hier Slow-Mo. Jetzt geht's wieder. Nix da. Ja, beschwer dich nicht. Das war ein ordentlicher Zweikampf. So wie man es von mir kennt, ja?
Ja, zu denen wollte ich das auch, aber nicht so. Alter, das ist eine richtige Stoffelmannschaft, ey. So, Adriano, er sprintet, er sprintet. Das ist sein Lauf. Zack. Kusmanovic. So. Ja! Kullertor! Schieße ich jetzt mal ein Tor, Krüppeltor. Ah, jetzt muss ich aber hier aufpassen, nicht übermütig werden. Ja, du läufst mir gerade zu dem nicht so. Zack. Sehr schön. Jetzt geht's hier ab. Sagte ja. Ich glaube, ich sollte mich mal immer vor den LPs mal per Freundschaftsspiele warm spielen. Vielleicht hilft das ja was. Okay, es war ein Glückstor. Ich gebe zu. Es war ein pures Glückstor. So ein Fehler, den kann man nicht machen. Hat mir Glück gehabt. Ja, schade. Wäre durch gewesen, aber die haben sich zu scheiße reingestellt. So, der bleibt hinten. Sehr schön. Und schicken. So. Ja, der ist nur über den Grashalm gestolpert. Kommt, Leute. Der hat sich jetzt kein Zeh eingerissen oder so. Der hat sich nur ein bisschen hingelegt. Siesta gemacht. Na, also. Beruhigt euch. Chillt eure Basis. Ja, was soll man hier machen? Da läuft keiner in die Mitte. Leute, wie sollen wir denn da ein Tor schießen, wenn ihr wie festgekettet in der Mitte verweilt? Verratet mir das. 1-0 Hannover. Bekommen wir den ersten Saisonsieg hin oder wird er noch durch eine Dummheit, die ich fabrizieren werde? Das war eigentlich ein Foul. Der hat mich richtig hier zur Seite geschubst, ja. So, vielleicht bekommen wir hier noch ein zweites Tor hin. Mal schauen. Das sieht sah gut aus. Ja, Claire. Du alte Claire-Anlage. Wow, 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 wow. So. Stimmt, ich hatte ja auch ein bisschen die Taktik geändert, aber anscheinend nicht effektiv genug, weil so wie die Laufbereitschaft da ist. So, genau, das war deiner. Ich muss mich auch ein bisschen hier auf den Computer verlassen können. Ja, okay. Nächster. Ja, aber wo steht denn die Verteidigung? Die haben noch nie irgendwie was von Manndeckung gehört, ne? Die stehen so nach dem Motto, ja, ich stehe erstmal hier rum, gucke, was passiert. Vielleicht bekommen wir ja noch ein Gegentor.
damit der gute Fabian hier sich nicht für den coolsten jetzt hält, weil er mit dem Kullertor gewonnen hat. Ab nach vorne damit, kein Bock. Komm. Die gewinnen aber auch rein gar nichts. Was sind das denn für Fußballer? War ein bisschen riskant, aber ich denke mal, dass es zu verkraften. Was das Grätschen angeht, bin ich doch ziemlich in vielen Situationen sicher eigentlich. Also, los, komm. Ja, der sollte auch nicht laufen, der Idiot. Ich werde auch jetzt nicht auswechseln, kein Bock. Alles für den Sieg. Ja, das war. Das fand ich geil. Na komm. Mach hier keinen Stepptanz. Ah, ich habe jetzt nach einer Lücke oben gesucht. Habe ich zu lange gebraucht. Weil ich gucke immer, wo die am besten stehen und versuche daraus. Ja, renn vorbei. So. Also ich finde Zweikampfverhalten 1. Also ich finde das jetzt. Ja, das. Alter, Alter, Alter. Und jetzt lauf einfach. Du bist viel zu langsam. Bin halt jemand, der halt wendige Stürmer braucht. Entschuldigung. Prokrepniak. Willst du einen Prokrepniak? Der ist ein besserer Cognac. Geh mal mit diesen findenartigen. Nix da. Weg damit. Jetzt bin ich auch so eine Kläranlage. Alter, einfach in die Hacken rein. Das hat man ja ganz klar gesehen, dass das, wie der gefallen ist, das war doch nie im Leben faul. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, einfach Schmiedebach. Ja, genau. Mecker weiter. Ah, guck mal, wie der gefallen ist. Ich hab mir den Arm verstaucht. Nie im Leben. Ja, geh doch mal daran. Ey, ich liebe das, wie die zugucken. Ich liebe es. Hannover 96 hat die besten Spieler, die beim während des Spiels zugucken können. Also finde ich klasse. Finde ich klasse. Und die auch gerne daneben springen, die gerne auch eine prima Ballerina machen und die gerne. Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's gewusst. Und jetzt pfeift er auch ab. Ja. Das ist bitter. So, damit ihr es auch seht. Damit ihr es auch seht. Diese scheiß paar Minuten. Einstellung. Spieleinstellung. Halbprofi. Das. Ja, wenn euch trotzdem der Part gefallen hat, ab dem nächsten Part wird es ein bisschen besser gegen BVB natürlich. Ganz klar. Und ich gehe jetzt erstmal mir eine Kugel schießen. Im Kopf. Oder so. Naja, wie gesagt. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch es gefällt. Hält, wie ich die ganze Zeit verliere, oder gibt einen Daumen runter dafür, dass ich so schlecht spiele. Könnt ihr euch aussuchen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wo es dann ein bisschen ruhiger zugeht. Bis dann, ciao.